Juhu, Sims 3 Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 3 Into the Future. Wir sind immer noch in den Baufolgen. Ich bin jetzt so einigermaßen zufrieden mit der Grundgestaltung hier. Jetzt darf ich mich nochmal um die Badezimmer kümmern und ich habe noch eine Suite zu bearbeiten. Und dann haben wir hier drüben auch noch zwei Etagen, um die wir uns kümmern müssen. Wie gesagt, die ausgeblendeten Etagen werden nicht bearbeitet. Alleine auch schon, um nicht so viele Objekte ins Spiel laden zu müssen. Ich bin ja mal gespannt. So, wir haben ja hier oben noch unser Luxusbadezimmer, dem ich immer noch nicht ganz so zufrieden bin, was man damit machen kann. Naja, wir werden es sehen. Genauso wie der Flur hier, der muss noch bearbeitet werden. Hier muss auch noch der Flur bearbeitet werden. Und das Badezimmer hier, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, wie ich das mit dem Boden mache. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir die Wand zum Zimmer überhaupt nicht mehr. Das ist immer so eine Sache, man guckt eine Weile drauf und denkt sich, oh mei, ist das hässlich. Das zum Beispiel, das ist viel kindgerechter und sieht echt ganz hübsch aus. Wo könnte ich, was könnte ich? Ich könnte, nein, nein. Also gekachelte Wand wäre schon nicht schlecht. Felsen und Stein wäre mir irgendwie ein bisschen lieber. Aber halt warm in einem Ton, passend zum, zum Fußboden. In einem Badezimmer, ne? Ihr wisst schon, sollte das ja doch alles so ein bisschen stimmig sein. Oder man könnte hier das so blau nehmen und den Fußboden entsprechend anpassen. Sowas hier zum Beispiel, das ist ja furchtbar. Haben wir hier nicht ganz normale Kacheln? Fliesen, genau, Fliesen. Ich will Fliesen haben. Wir könnten hier schwarz-blaue Fliesen... Das ist es auch nicht. Oh, nicht so einfach. Ich nehme mal die Fliesen und passen sie farblich an. So. Wir wollen ja nicht dahin fliesen. So ein bisschen ausblenden, damit man auch was sieht. Das müsste dann halt ein bisschen blauer. Und das müsste ein bisschen brauner. Oder beides blau? Das eine nur heller als das andere. Kann man die Wand farblich anpassen? Kann man. Wenn man jetzt hier eine blaue Wand noch dazu machen würde. Sieht ganz grauenvoll aus. Sieht ganz grauenvoll aus. Dann nehmen wir doch da einfach auch eine Kachelung für. Ich meine, das ist ja ohnehin hier für Eltern mit Kind gedacht. Und dann weiß man ja auch, dass es ab und zu mal ein bisschen chaotischer zugehen kann bei solchen, ja, doch etwas kleineren Kindern, ja? So, dann packen wir das jetzt mal an hier. Warum nur eins? Jetzt lädt das wieder so lange. Shift-Taste gedrückt halten. Ja. Und ebenfalls, na, Shift-Taste gedrückt halten. Dann würde ich das untere hier so einfärben. Und dann sieht das doch eigentlich ganz sauber aus. Dann sieht das Badezimmer doch ganz sauber aus. So, jetzt müssen wir uns nur noch hier um die Wände kümmern, weil das ist jetzt nicht ganz das Blau, mit dem wir hier wiederum gearbeitet haben. Bisschen mehr in diesen süßlichen Blauton hinein. Und das braucht es dann hier auch. So. Nö, so gefällt mir das. So sieht das schön aus. Gut. Wow. Hier könnten wir eigentlich quasi mit dem gleichen Kachelmuster oder der gleichen Wand auch im Badezimmer fortfahren. Oder wir machen auch dort... Ja, nur das ist doch ganz cool so. Das ist doch ganz cool. Hat ja, soll ja eh dieses etwas andere Licht haben, ja? Das ist ja alles ein bisschen... farblich so ein bisschen anders gehalten. Nice. So, wow. Hör mal auf zu leggen. Nicht leggen. Thorsten, hör auf zu leggen. Oh, wir haben hier auch keine Vorhänge. Da kümmern wir uns gleich noch drum. Da haben wir noch keine Vorhänge. Da haben wir aber Vorhänge. Nehmen wir jetzt wieder die Altbacken oder nehmen wir was Neues? Oder nehmen wir wieder die wir die ganze Zeit jetzt schon genommen? Ich würde eigentlich ungerne...
Immer wieder die gleichen Vorhänge zu nehmen, ist auf die Dauer natürlich auch nicht so cool, aber fällt hier einfach auch nichts Besseres ein. Sieht dann halt so aus, als könnte man es zuziehen. Ne, von beiden Seiten. So der Hintergedanke dabei. So, hier muss das natürlich eine besondere Farbe bekommen. Nämlich halt auch ein bisschen so in diesem Cyanton. Der kommt sowieso überstrahlt von der Lampe. Darf ich? Darf ich mal? Danke. Das ist eigentlich noch zu blau. Naja, wobei, es geht. Und hier haben wir jetzt ja auch diese Blautöne. Wie wär's mal mit schwarzen Vorhängen? Das hat doch Stil. Die lassen dann wenigstens nicht so viel Licht durch, beziehungsweise reflektieren das Licht ja nicht so stark. Eigentlich schwarze Vorhänge schlucken. Und die schlucken dann auch Hitze. Hat aber was. Ich finde, das sieht eigentlich ganz stylisch damit so aus. Finde ich eigentlich ganz geil. Oh, ach so, ja. Ne? Einmal nach oben noch. Und auch hier müssen wir dann noch die Vorhänge anbringen. Dann mache ich es mal ein bisschen zugezogener, damit das jetzt nicht überall identisch ist. Dann sieht das Ganze ein bisschen lebendiger damit aus. So, ja, Badezimmer. Da bin ich immer noch, da stehe ich immer noch so ein bisschen vor und bin am Überlegen. Okay, wenn man reinkommt, direkt zum Waschbecken. Das ist schon mal ganz okay. Das Licht ist hier auch eher bläulich gehalten durch diese Lampen dort oben. Das sollten wir ändern, weil wenn man sich hier... Hä? Wieso machst du das denn nicht? Wenn man sich hier schminken will und man hat dann so ein grünes Licht. Wieso will er denn nicht? Geht doch. Farbe einstellen. Flamme. Dieses Licht. Genau. Eigentlich möchte man was Neutrales haben. Gesichtsfarben neutral, ja. Aber das muss jetzt hier in dem Moment nicht sein. So, was hatten wir noch für schöne Badezimmerutensilien? Akzente. Klorollen. Müssen wir sowieso noch gucken, ob wir überall schon Klorollen verteilt haben. Ich glaube nicht. Ach, nehmen wir doch hier die futuristischen Klorollen. Die sehen toll aus. Zum Hände abtrocknen. Ich finde die Teile super praktisch. Die sind auch für zu Hause super praktisch, um die Hände abzutrocknen. Man kann das Ding ja komplett waschen lassen und setzt es dann wieder ein. Das ist so praktisch. Wandschmuck. Kann man da Sachen drauflegen? Nee, das ist kein richtiges Regal. Es hat nicht die richtige Regalfunktion. Auch komisch. Auch. Ach du liebes Kinderzimmer. Dann das hier eher. Kann man das ein bisschen... Ja. So, dann kommt das hier nämlich... Das Geräusch gerade. Habt ihr das gehört? Das Geräusch gerade. Alter, verdammt. Spiegel muss auch noch hin. Ah, ist ein bisschen schwierig. Es muss ein sehr niedriger Spiegel sein. Oder können wir die Spiegel können wir nicht drehen? Nee. Wegen den Fenstern, die wir da oben haben. Haben wir da niedrige Spiegel? Oder können wir das sogar eventuell anders lösen? Das kommt hier oben drüber. Und dann kommt ein Spiegel hier so zur Seite. Geht ja auch. Ich meine, ne, alles ist möglich. Wenn man nur fest daran glaubt. Ja, ja. Bei mäßig Korb falscher Früchte gehört auch genau ins Badezimmer. Habe ich da auch immer hängen. Ja, das ist ein Handtuchhalter, der passt jetzt hier überhaupt nicht mehr thematisch rein. Ein Stapel Handtücher hätte ich trotzdem gerne noch irgendwo liegen. War das ja nicht irgendwie so, dass hier so eine Stapel gefaltete Kleidung? Ich könnte höchstens hier die Kleidung noch reinbringen. Frei nach dem Motto, hier hast du noch mehr Schrank. Weil wir haben hier noch keinen Kleiderschrank. Den wollte ich eigentlich ins Badezimmer mit unterbringen. Macht es mir gerade ein bisschen schwierig. Dann muss ich mal hier eine Kommode nehmen. Dann nehmen wir hier eine einfache, schlichte Kommode. Einfache, schlichte Kommode, hatte ich gesagt. Das ist ja auch eine Kommode. Hässlich. Einfache, schlichte Kommode. Wirklich nicht einfach. Obwohl wir nach einer einfachen suchen. Wenn man ja in einer größeren Suite wohnt, müsste es ja eigentlich auch ein bisschen größerer Schrank sein, ne? Wir haben ja jetzt hier ein ziemlich großer Schrank. Wirklich ziemlich großes Viech. Aber eigentlich auch notwendig.
Nein, 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 nein. Apropos, nein, 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 nein. Wie wär's mit der Färbung? Wesentlich eleganter. Die können wir dann auch gleich mal hier draufziehen. Ja, ja. Das hat Stil. Das darf aber noch ein bisschen dunkler werden. Geil. Oh. Das hat was, ja. Das hat was. Apropos Stil. Das müssen wir hier auch noch machen. Können wir hier die Farben ändern? Nein. Na gut. Dann bleibt das halt so. Und die Handtücher da. Das ist die Badewanne. Da kann man seine Utensilien ablegen. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Jam, jam, jam. Wäsche, 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 Wäschekorb werde ich ja nicht platzieren. Hier kann man jetzt eigentlich alles machen, was man braucht. Haben wir hier noch vielleicht ein paar Akzente, die ich irgendwo stationieren möchte? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, da war jetzt nicht irgendwas Besonderes. Ja gut, man kann natürlich hier noch was auf die Wannenränder legen und so weiter und so fort. Da muss ich jetzt auch nicht übertreiben. Ein Modellschiffchen zum Beispiel. Hier irgendwie auf die Wanne packen. Na toll. Da wäre ich fast lieber hier noch mehr Stauraum zu bieten. Passt nicht in den Stil. Okay, es passt nicht in den Style. Den Fußboden möchte ich gerne so weiter durchführen. Nur natürlich die Wand dahinter nicht. Ah, schwierig. Okay. Wow, das hat tatsächlich auch echt Flair, wenn man jetzt... Das lasse ich ruhig so. Das gefällt mir. Das hat echt Style. Das hat echt Flair. Das Einzige, worüber ich jetzt noch nachdenke, ist die Farbgebung. Aber von der Badewanne natürlich. Das wäre natürlich dann schon im Schwarzton wesentlich besser. Hiervon auch. Ja. So. Bitte. Die Klorolle. Bitte auch strahlend weiß. Machen wir es mal so. Das kann dann dunkel. Und hier darf die Tür ausnahmsweise auch mal dunkel. Soll ja in der Suite alles stimmen, nicht wahr? Das wollen wir mal hochblenden. Ah ja, hier haben wir jetzt die Dekoration an der Wand, die noch verschoben werden muss. Passt das doch. Man kann ja noch ein bisschen arbeiten am Computer, wenn man das möchte. Da ist das Badezimmer, das sieht schick aus. Der Flur. Vielleicht machen wir das auch einheitlich passend zur Suite. Stellen hier noch eine schöne Pflanze in die Ecke und ein schönes Licht. Auch hier könnten wir noch eine Pflanze vertragen. La 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 la. Das ist zu aufgetragen. Vertragen und aufgetragen. Da die Bücher sind. Irgendwas Schönes wäre hier. Genau. Genau so. Palme wäre ganz cool, aber die passt hier nicht mehr darunter. Seitdem ich benutze meine Move. Oh, ich kann ja nicht schreiben. Move Object on Skills. Platziere die Palme so, dass sie nicht durch die Wand glitscht. Ja, hat funktioniert. Können wir das dann hier unten noch farblich gestalten? Ja, gut, ich kann das jetzt nicht explizit einfärben, aber immerhin. Ich finde, die Palme hat nämlich was. Das ist so ein Grünton, der beißt sich mit diesem Cyanton, den wir hier haben. Und die Wandfarbe noch dazu. Finde ich eigentlich ganz nett. So, apropos, genau so wollte ich das ausgedrückt haben. Hier noch eine Pflanze hin und ein Licht. Ach ja, Wandlicht. So ein einfaches Wandflurlicht. So ein richtiges Heslon-Wandflurlicht. Nein. Nein. Dann lieber das modernste Licht ever. Ist auch etwas, was ich dann ebenfalls hier platzieren werde. Scheinst du nach da drüben? Okay, ich wollte gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen, ja? Ich habe mir das ja auch benutzt. Ne, hier in dem Flur. Eben. Wow, nicht so wild durch die Gegend glitschen. Hier muss dann auch noch. Hier muss dann auch noch so ein Flurlicht hin. Genau. Das können wir quasi auch schon mal gleich hier immer anbringen. Kann ich das da anbringen? Ich will das nicht so ganz. Ich
Wenigstens das hier innen drin anbringen. Passt zwar dann nicht so recht, weil es eigentlich in die falsche Richtung leuchtet, aber hey. Leuchtet das jetzt in die richtige? Ja, okay. Das Chaos. So, nochmal runterblenden. Okay, wir haben unsere Luxus-Suite da drüben eigentlich fertig. Jetzt bin ich auch fast unzufrieden mit der Wandfarbe. Weil es jetzt nicht mehr zu der Palme passt. Nur mal gerade am Experimentieren. Interessant, wie sich der Stil der kompletten Wohnung ändert, wenn man hier eine andere Farbe nimmt. Zum Beispiel so ein grünliches Gelb passend zu der Palme. Oder man geht noch weiter in den Braunton hinein. Ja, das etwas orangenere Braun gefällt mir besser. Aber die Pflanze muss verändert werden. Dies ist nicht die Pflanze, die ich gesucht habe. Die hat einfach nicht das gewisse... Und hat da auch noch ein bisschen Platz weggenommen. Können wir da nicht eine kleine Pflanze irgendwie auf den Tisch stellen? Irgendwas Dezentes. Ich meine, das können wir. Das ist auch eine Bodenpflanze. Ist ja eine bodenlose Frechheit. Oh, das ist schön. Das ist sehr wunderschön. Das lasse ich jetzt so. Das gefällt mir. Achso, das kann auch hier drüben hin. Neben die Tür. Temperaturmesser. Okay, jetzt haben wir noch eine Suite vor uns. Achso, das ist ja das Badezimmer. Das muss ja hier hin. So. Jetzt haben wir hier noch eine Luxus-Suite vor uns, bei dessen Einrichtungsstil ich mir nicht ganz sicher bin. Ich würde, glaube ich, hier noch eine zweite Wand reinziehen. Frei nach dem Motto, das ist auch so geschnitten, dass hier eine Familie mit einem Kind eventuell übernachten kann. Müssen wir fast schon eine dritte Wand einziehen. Weil dann haben wir nämlich einmal hier ein Zimmer. Und wir haben hier ein Zimmer. Dann geht es hier von da aus ins Badezimmer und von hier aus ins Badezimmer. Dann kann nämlich, haben wir nämlich ein Kinderzimmer und ein Elternzimmer und dann halt hier vorne der Aufenthaltsraum von so einer normalen, halt eine recht normale Hotelsuite damit. Da könnte man ein Stockbett hinstellen. Das sollte nicht das Problem sein. Da könnte man ein Stockbett hinstellen. Erstmal mache ich jetzt mal wieder Sonnenlicht und beende den Part an dieser Stelle. Bis zur nächsten Suite.